Seid ihr bereit für die beiden Auftritte in der Top Tier Challenge? Er hat eben gerade schon gesagt, er könnte auch anfangen. Ich übergebe ihm das Mikrofon. Die Bühne gehört dir. Macht mal Lärm für Lius! Check, check. Ich werde das Mic auf jeden Fall nicht gottlos auseinanderbrüllen. Deshalb macht es gerne einen Ticken lauter, weil ich habe das Gefühl, es war gerade so ein bisschen Verständnisding. Ansonsten viel Spaß mit dem Song. Shoutout an meinen Produzenten Master. Let's fucking go, Alter. Kick it. Alle Hände, Berlin. Bis da hinten, Alter. Ich will alle Hände sehen, Alter. Gib mir alle Hände. Ja, Mann, Alter. Hey, ja. Ich wollte nie ein Vollauto fahren, nie dieses Gold um meinen Arm. Brauch nur ein paar Beats und ein paar Tasten aus dem Vollautomaten. Ich pack Erfolg auf meinen Arm, brauch keinen Soll mehr zu zahlen. Mein Lächeln kann jetzt auch ganz ohne Kolgate strahlen. Fuck it, Bro, ich bleib dran. Farbe an die Hauswand, nicht die Leinwand. Die Santori sitzt leise, zieht mich zu sich in den Treibsand. Zwischen uns kein Gleichstand, ich trink Weinwand bis zum Weinkampf. Hier ans Mike, da brauchst du Beistand von deinem Heiland. Fuck, MC siehst du Flows oder Straßenseite wechseln. Selbst ein Schneider kann sich nicht mit meiner Kragenweite messen. Deine Paar zu voll Tabletten und am Phrasenschweine dreschen. Mein Rapunzel, wenn ich sag, dass sie eine Haaresbreite weg sind. Kaffee, Kippe, Kohle, Chef in ein paar Lines ins Rode rappen. Rapper sind mein Camping-Kaffee, alles voll mit Boden setzen. Ich mein Geld mit Parts, sprich ich von Perspektive. Episoden aus dem Stu und nie wieder depressive. Das ist ach, Leos Shit von Leipzig bis Berlin. Rap so dope, dass diese Pisser schnell das Gleichgewicht verlieren. Meine Weise zu brillieren kann ihr die meisten nicht kapieren. Aber ich werd auf der Reise nie stagnieren. Nein, das ist ach, Leos Shit von Leipzig bis Berlin. Rap so dope, dass diese Pisser schnell das Gleichgewicht verlieren. Meine Weise zu brillieren kann ihr die meisten nicht kapieren. Aber ich werd auf der Reise nicht stagnieren. Nein, come on. Knollen, Schallern, miese, schiebe Sonnenfantasien. Und der Beatcake kehrte rein als meine Pollenallergie. Sonne in meinem Kiez, auch keine Trockenperioden. Denn ich drop ein Tipp, der Block kann sehen, ich box meinen Weg nach oben. Im Game animalisch, fick eure Playback-Rap-Artist. Weder Stage in Ekstase, mit jedem Vers, jeder Phrase. Wir zocken eine ganze Stunde ohne Pause das Set. Ihr kommt mit vier Zeilen rein und braucht ein Sauerstoffzelt. Fake-Rap, du machst Faxen, willst ein Bälde, kleiner Geier. Es gibt Tastes auf meinen Nacken, sag, wie schmecken meine Eier. Sowas von on fire wird auf jeden zerlegt. Booker beten, dass danach die scheiß Location noch steht. 3 Uhr nachts die gleiche Stadt durch und die Notizen auf dem Pfeil auf Tags, selbst leicht im Schlaf wird nicht diese Novizen top. Ich mach eine Show, die Künstler Primetime auf Pro7 droppen. Oldschool bis ins Mark, meine Homies haben Dino-Knochen, ja. Leos Shit von Leipzig bis Berlin. Rap so dope, dass diese Pisser schnell das Gleichgewicht verlieren. Meine Weise zu brillieren können hier die meisten nicht kapieren. Aber ich werd auf der Reise nicht stagnieren, nein, this is ah. Leos Shit von Leipzig bis Berlin. Rap so dope, dass diese Pisser schnell das Gleichgewicht verlieren. Meine Weise zu brillieren können hier die meisten nicht kapieren. Aber ich werd auf der Reise nicht stagnieren, Berlin! Alter! Macht mal Lärm durch selber, Berlin! Geil, danke euch! Das war der erste Finalist der Challenge, Lius. Und der zweite junge Mann steht auch schon in den Startlöchern. Ihr habt ihn vorhin schon mal in der Cypher gesehen. Macht mal Lärm für Jua! Im Gegensatz zum Song vorhin mit Shalom kann ich von dem hier den Text. Wollen wir loslegen? So. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Wurde geboren und gebumst, für diese Welt ist sie hohl meine Brust. Das Wasser steht mir bis zum Hals, denn komm in die Pflichten, springe ich nur so hoch wie ich muss. Der Rest ist purer Spaß an der Freude, ich jage Verbräute und teile die Beute, dann wachsen die Bäuche. Ich sag es wirklich, ich trau keinen Freunden, denn alle sind käuflich. Ja, ich gehe halt den Weg, den ich gehe, das muss nicht jeder verstehen. Benehme mich täglich daneben, ich geh kein Fick, was sie reden, Mann, ich will nur leben, ich will nicht zugegen. Lediglich lehne ich jegliche Regeln, Systeme, auch vorgegebene Wege, ab das schon mein Leben lang. Fehler, Mann, nicht Konsequenzen, ein Megafuck. Du sagst, ich bin ein Guter, damit ehrst du mich sehr. Doch um dir das zu glauben, trage ich zu viel Schmerzen im Herz. Umarmen bin ich mir selber nicht wert. Wenn dir nicht passt, dass ich sag, was ich sehe, dann stay out of way. Graue Welt, Groundhog Day, stets verstrahlt. Outer Space, will nicht drüber reden, wie es mir geht. Nicht überleben, mich will viel sehen. Aber fühle mich noch wie mit 14, so verdammt machtlos in der Tür stehen. Doch ist das alles, was das Leben mir bietet? Was spricht dann dagegen, dass ich ab jetzt schonungslos real bin? Ich würde so gerne kapieren. Sag mir, warum sind wir hier? Ich kann ihn nicht mehr in die Augen sehen. Drum berausche ich mich, denn das brauche ich. Ich würde so gerne kapieren. Sag mir, warum sind wir hier? Ich kann ihn nicht mehr in die Augen sehen. Drum berausche ich mich, denn das brauche ich. Nochmal, ich würde so gerne kapieren. Sag mir,
mir, warum sind wir hier? Ich kann ihn nicht mehr in die Augen sehen, drum berausche ich mich nur einen Augenblick, ja. Danke! Alright, bleib hier, wir holen den lieben Lius noch dazu. Alright. Erstmal von meiner Seite, Respekt, Jungs, sehr, sehr nice. Also ich durfte mir das Ganze ja dann auch im Studio beim Top-Tier-Büro anschauen und anhören. Und ja, erstmal ein riesen Respekt, weil ihr habt richtig geile Texte auf jeden Fall geschrieben. Ihr habt euch nice Beats ausgesucht, ihr habt das geil performt. Und man hat gesehen, finde ich, dass ihr das auch nicht nur im Studio performen konntet vor der Cam, sondern auch hier vor der Crowd. Deswegen erstmal Respekt für beide, dass sie sich dieser Challenge so stabil gestellt haben. Und nun kommen wir aber zum Moment der Entscheidung. Wer wird der Sieger der zweiten Top-Tier-Challenge sein? Und nimmt dann eine Pure Rice Goodie Bag mit nach Hause, wo drin noch ein T-Shirt von DevShop drin ist. Danke an beide Sponsoren. Und Dankeschön an den lieben Max und sein Team vom Dream Motion Studio in Berlin. Da kriegt der Sieger dann nämlich noch einen Studiotag und kann einen Song aufnehmen. Der Tizzy, der ist auch dabei. Wir machen das wieder mit Händen und Lärm, ja? Wobei Hände zählen, aber Lärm bringt Energie. Ich brauche Licht in die Crowd. Wer sagt, der Sieger der zweiten Top-Tier-Challenge sollte Lios sein? Wer sagt, der Sieger der zweiten Top-Tier-Challenge sollte Jua sein? Ding von den Händen, aber der Lärm hat es dann nochmal gezeigt, dass da ein bisschen mehr ging. Herzlichen Glückwunsch, Jua! Tizzy, die Preise bitte. Welchen Bonbon hast du gegessen? Ja, warte, ich gebe dir mal hier das Mikrofon. Ich würde erstmal den Zweitplatzierten befragen, wie die Challenge für ihn war. Und ja. Ja, hat mega krass gebockt. Geiles neues Format auf jeden Fall. Checkt das aus. Ist auf Top Tier Germany auf dem YouTube-Format. Gibt jetzt auch eine Runde mit Message hat übel Bock gemacht. Auch nochmal danke für das Judging und für den ganzen Aufwand und so. Und ja, One Love, Leute. One Love. Dankeschön. Nutze diesen Moment und mache mal ein bisschen Werbung für dich. Was geht bei dir ab? Was steht in nächster Zeit an? Ich danke dir, ich küsse dein Herz. Dankeschön. Mein Name ist Lius, A-I-U-Z. Ihr findet mich auf Spotify, auf Instagram. Ich mache nicht nur Battle Rap, ich mache eine Menge Songs. Ich habe dieses Jahr ein Album gedroppt und 7 Songs. Und ich glaube, wir machen mindestens auf 5, Alter. Checkt den Shit aus, so wird euch safe gefallen. Und folgt rein. Dankeschön. Ansonsten kann ich euch noch ans Herz legen, dieser junge Mann hat auch ein sehr geiles On-Beat-Battle abgeliefert, da war ich live dabei in Wiesbaden, ne? Das war das unter der Dilteli-Flagge oder unter der FOB-Flagge? Tapefabrik, Dilteli gegen Craze, sehr, sehr nice, zieht euch das nochmal ran. Sehr talentiert am Stil, nochmal Applaus für Lius! Ja, und lassen wir den Sieger zu Wort kommen. Ich schätze ihn ja schon sehr, sehr lange, deswegen noch ein paar Worte zu ihm. Ich schätze ihn als Freestyle-MC. Ich habe mich damals auch entschieden, bei einem Tour und Tour mitzumachen und habe gesagt, wenn, dann mit Man in Black, weil ich große Stücke auf ihn halte. Jetzt ist er vom Freestyle auch in die Textrichtung gegangen, hat was Deepes gemacht, hat sich getraut, Gesang zu machen, hat es auf der Bühne gemacht. Ein geheimnisvoller Bonbon hat ihm geholfen. Bitte nochmal Applaus für den Sieger, Jua! Ja, wie war es für dich? Ja, danke für die lieben Worte. Ich küsse deine Kniekehlen, ich küsse eure Stirn. Der liebe Lios hat mir so einen Halsbonbon gegeben, weil mein Hals richtig gefickt ist. Das hat wirklich den Unterschied gemacht, Ehrenmann. Obwohl das quasi mir geholfen hat, korrekt von dir. Und ja, danke, keine Ahnung. Genau, Dankeschön an Pure Rice. Die Bag ist für dich. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Oh, hier gibt es noch Geschenke von lieben Tizzy. Ja, bitte, mach Werbung für dich. Nutze es. Ich mache übrigens jetzt auch Musik. Y-U-A-H. Also, wenn euch das gefallen hat, es gibt ab jetzt so alle paar Wochen Track von mir. Ich zieh durch. Genau, und wir müssen noch ein Bild machen, bitte. Lieber Tizzy, wir brauchen einmal den Dream Motions Gutschein für ein Foto. Alright, machen wir ein Gewinnerfoto. Soll ich auch mit?
Ja, komm mit drauf, ruhig. Komm, komm mit drauf. Komm mit drauf, Digga. Komm mit drauf. Alright, das übergeben wir lieber mal nochmal. Oh, oh! Hey yo, was geht? Wir sind hier bei der Top-Tier Takeover Challenge und haben das Finale gehabt von der Track-to-Track Challenge, Track versus Track Challenge zwischen Jua und Lius. Und ich würde euch erstmal die Standardfrage fragen, wart ihr zufrieden mit eurer Performance? Fangen wir mal bei dir an. Da würde ich die Standardantwort geben, ja, war ganz in Ordnung. Also ich fand es da deutlich besser als die Performance in dem Video. Mhm. Da habe ich wirklich gottlos reingeschissen, also meiner Meinung nach. Deswegen, heute war besser und ja, hat dann auch Gott sei Dank gereicht. Also ich bin happy. Warst du zufrieden mit deiner Performance? Ja, Digga, ich bin auch im Großen und Ganzen bin ich mega zufrieden. So ist echt gut gelaufen. Es hat echt ein bisschen ewig gedauert, weil die Cypher sich auch so ewig nach hinten rausgezogen hat. So. Aber dann hatte ich richtig Bock, so die Energie war da, die Chord hat auch richtig geil mitgemacht. So, war echt nice. Mhm. Jetzt war das ja bei dir eher ein deeperer Track. Hattest du nicht vielleicht sogar ein bisschen die Angst, dass das so bei der Crowd nicht so ankommen wird? War halt, wie gesagt, habe ich auch bei der Challenge damals gesagt. Das war der einzige Track, den ich irgendwie jetzt vorbereitet hatte, weil ich mich dann nicht so hinterhergeklemmt habe. Und der musste es dann sein, da gab es jetzt keinen Plan B. Und ich wusste auch nicht, man durfte anscheinend dann doch jetzt zwischen diesem Videoding und im Finale durfte man einen anderen Song nehmen. Hat mir keiner gesagt, deswegen habe ich halt den nochmal performt. Und bei dir war das ja so ein bisschen so ein Representer-Track. Der vorher auch so, das war ja auch eher so ein Chiller-Track, so, aber halt mehr Representer. Und der ging halt jetzt ein bisschen mehr nach vorne, aber ich habe den halt auch letzte Woche noch geschrieben, so jetzt zwischen allem anderen Shit so. Und kam aber trotzdem ganz gut so, also er hat schon geknallt und alles andere, aber. Bietet sich ja auch an für so ein Format. Ja, ich hatte halt nur gefragt, so, weil der Track, den ich halt gemacht hatte hier bei der Challenge, so, der war halt jetzt nicht so geil für live, weil der halt einfach so chillig und alles andere ist, deshalb. Jetzt hast du ja nachgelegt. Hast du bei dir schon gemerkt, dass das eher so an dich gehen wird? Oder warst du auch unentschlossen, bis die Crowd entschieden hat? Ich hatte nach meinem schon ein gutes Gefühl. Oder ich war jetzt nicht so sicher, aber halt, mir dachte so, Tendenz vielleicht bei mir. Aber nee, ich habe bis zum Ende da noch gebankt. Warte mal ganz kurz, jetzt bin ich ganz kurz raus. Ich versuche hier mal an meinen Notizen mich zu orientieren. Jetzt kommt das dir ja so ein kleines bisschen gelegen mit den, dass du das abgerissen hast. Wirst du da deine Musik, die du, an der du aktuell arbeitest, vorantreiben damit? Das ist ja eine Session bei Dreammotions. Ach so, ja, also das sowieso. Also ich mache die Musik so oder so und ich bin auch jetzt, ich habe jetzt angefangen zu releasen, ist gerade rausgekommen vor kurzem, der erste Song. Der Plan ist auch jetzt alle paar Wochen einen neuen zu ballern, weil ja, jetzt will ich mich auf Musik konzentrieren und das, was ich im Freestyle gemacht habe, die Steigerung halt in der Musik hinkriegen. Und deswegen, ja, der Gutschein wird auf jeden Fall, der wird genutzt. Vielleicht machen wir auch gemeinsam was, haben wir vorhin besprochen. Ja, stimmt, das ergibt sich ja so ein bisschen gut. Du bist ja auch so mit Dreammotions ein bisschen connected. Ne? Ja, und ja. Ich hab halt auch schon so 4 Gutscheine. Ich weiß halt nicht mehr, wohin halt. Deswegen, ja. Und dich hat man ja bisher nur in Freestyle-Battles gesehen. Wird man dich auch weiterhin bei Top Tier Takeover vorsehen? Ja, also wenn es irgendwie weitergeht, man weiß ja noch nicht so, wie die Zukunft steht, dann gerne. So, Freestyle ist meine Leidenschaft, ich liebe es und ich will darin, ich glaube auch, dass ich noch viel besser werden kann. Also ich bin noch nicht, Leute sagen jetzt auch, ich bin gerade so gut und in der Prime, aber das sehe ich noch nicht so. Mhm. Und wie sieht das bei dir aus? Du hast bis jetzt eher in der Cypher und so auch im A Cappella schon abgerissen, wird man dich noch bei Top Tier Takeover sehen? Ja, wenn es in der Zukunft irgendwas gibt, dann immer gerne, weil die waren auf jeden Fall immer richtig korrekt zu mir. So, ich werde jetzt weiter an Mucke arbeiten. So, wie gesagt, checkt gerne aus, checkt auch seinen Stuff aus. So, hilft immer so bei kleinen Künstlern. So. Und ja, ansonsten Digitally, Onbeat, FOB, keine Ahnung, Digga. So nächstes Jahr ab April wieder und dann voller Kanne. Sehr geil. Ich würde sagen, das waren gute Abschiedsworte, Abschlussworte. Sehr geil abgerissen von Jua, auch sehr geile Performance von Lius. Top Tier Takeover. Wir sind raus.